ich hoffe, ihr habt noch nicht ganz abgeschaltet, denn jetzt geht es eigentlich erst richtig los mit der Unterhaltung. Das war nämlich unser Forschungsthema. Und ihr dürft jetzt genau das machen, was wir, wie gesagt, den ganzen Tag machen. Ihr dürft Fernsehen. Fernsehen kennt ihr, das ist das Ding mit den bunten Bildern, nicht Facebook. Und ihr dürft euch jetzt einfach zurücklehnen, wie in der Vorlesung, entspannen und sollt in unserem kurzen Ausschnitt einfach darauf achten, wie unterhaltsam ihr den findet. Herr Spahn, ist das so? Rutscht tatsächlich die Mehrheit der heutigen Mittelschicht in Altersarmut und ist dann ein Sozialfall? Also wir sind auch als Jüngere der Ministerin sehr dankbar, dass sie dieses Thema so besetzt und sagt, Leute, wir müssen mal schauen, wie ist die Situation für die jetzt jüngere Generation in 30 Jahren. Das Rentenniveau wird sinken. Aber ich habe ein Problem mit diesen Zahlen, wie sie gerade dargestellt wurden. Zum Beispiel 35 Jahre ist normalerweise keine Lebensarbeitszeit. Es wird ja unterstellt, man hätte mit 35 Jahren ein ganzes Leben lang gearbeitet, sondern wir rechnen sonst immer in den Diskussionen, sagt auch der VdK meistens, wer 45 Jahre gearbeitet hat, der hat im Grunde ein Leben lang dann tatsächlich gearbeitet. Kommen Sie auf 35 Jahre, Frau Kulmer? Wir haben ja ein neues Wort auch in diesem Zusammenhang, die friktionelle Arbeitslosigkeit. Das Wort kennen Sie auch. Es gibt ja sozusagen all die Annahmen, die Frau von der Leyen jetzt zu unserer aller Überraschung jetzt erstmals berechnet. Es ist ja bekannt, wie das Rentenniveau sinken soll seit 10 Jahren, wie Sie auch vorhin schon sagten. Also was soll dieser Alarmismus einerseits jetzt? Es ist sehr interessant, dass wir darüber reden. Zweitens geht es eben darum, dass es diese, wir tun so, als gäbe es diese Vollbeschäftigung, als würde jeder einen vollen Job finden. Frau Ostermann hat gerade schon skizziert, wie hilfreich auch Minijobs unter Umständen für freie Unternehmer sind, für Privatunternehmen. Also diese durchgängigen Arbeitsbiografien gibt es ja schon seit ganz langer Zeit nicht mehr. Und das bedeutet nicht nur sozusagen, dass auch sehr gut ausgebildete Leute oft den Arbeitgeber wechseln, sondern Sie wissen ja sehr genau, dass man auch durchaus unter Umständen Kurzzeit arbeitslos wieder ist, Schwierigkeiten hat, mal fest, mal frei, mal fest, frei in verschiedenen Branchen arbeitet und immer wieder wahnsinnige Schwierigkeiten hat, sozusagen zum Rentenzahler überhaupt werden zu können, zum Beispiel, wenn man selbstständig wieder arbeiten muss. Insofern ist das ja eine Fiktion. Also die 35 Jahre durchgängig sind wahrscheinlich sozusagen noch so. Ja, aber ich wollte nur kurz um die Zahlen, das ist mir noch eben wichtig, wenn ich darf, Frau Mascher. Die 45 Jahre ist der berühmte Standardrentner. Das stimmt, aber ich wollte die Zahlen nur einordnen, die jetzt am Sonntag alle verunglückt werden. Frau Mascher, die hat leider nur 28 reale Versicherungs. Die Zahl, die alle verunsichert hat am Sonntag. Das Problem ist, da sind nicht eingerechnet Lohnerhöhungen in den nächsten Jahren. Ist alles auf Stand von heute. Keine Rentenerhöhung eingerechnet. Ist nur auf diese 35 Jahre bezogen. Es ist keine private Vorsorge mit berücksichtigt worden. Aber und das war doch genau der Witz, dass dann eine solche Zahl, ja, aber sie ist ein Stück weit, sie suggeriert großen Teilen der Bevölkerung, sie wären von Altersarmut in einem Umfang betroffen, wie sie es am Ende nicht sein werden. Das finde ich, wir müssen über die Probleme reden. Es wird eine größere Zahl von Altersarmut gerade in unserer jüngeren Generation geben. Deswegen bin ich der Erste in vielen Sendungen hier bei Ihnen im Übrigen schon, der gesagt hat, wir müssen da was tun. Ja. Aber ich finde, wir dürfen auch nicht Panik machen. Wir dürfen jetzt auch nicht zu sehr Leute verunsichern mit Zahlen, die so für viele nicht zutreffen. Aber das stimmt natürlich, gerade auch in dem Bereich, in dem Sie tätig sind, Kreativbereich oder Schauspieler, Künstler, Schriftsteller, aber auch in anderen Bereichen, erleben ja auch gerade Jüngere im Moment in bestimmten Bereichen, ist es nicht mehr so, dass ich mit 16 irgendwo anfange beim Unternehmen und damit 65 oder 67 in Rente gehe. Also für immer mehr, nicht für alle, aber für immer mehr gibt es nicht diese durchgehende Erwerbsbiografie und darauf ist jedenfalls das deutsche Sozialsicherungssystem noch nicht so richtig angelegt. Wir gehen noch seit Bismarck davon aus, dauerhaft abhängig beschäftigt bei einem Arbeitgeber ist so der Dauerzustand, das ist es tatsächlich. Na, wir bauen Bismarck ja sogar zurück, da kommen wir vielleicht später noch drauf, was sich arbeitsmarktpolitisch geändert hat in den letzten 15 Jahren. Alles klar, alle entspannt auf Unterhaltung geachtet bei dem Ausschnitt. Ich sehe schon die ersten, die eingeschlafen sind, aber hoffentlich unterhalten. Sehr gut. Wir haben ein ähnliches Experiment mit Erstsemestern gemacht vor einiger Zeit und haben gesehen, dass die, die auf Unterhaltung geachtet haben, tatsächlich unterhaltener waren am Schluss als diejenigen, die zum Beispiel auf Informationen geachtet haben. Ist jetzt, klingt erstmal wie ein Zirkelschluss, ist aber keiner. Wir haben ja gesagt, achten Sie auf Unterhaltung, nicht seien Sie unterhalten. Ich frage jetzt mal hier nach bei dem Herrn, auch unterhalten gewesen? Geht so, sage ich mal. Bisschen unterhalten? Ein wenig. Ein wenig, wunderbar. Was wir jetzt auch gesehen haben, die Leute, die sich unterhalten fühlen, fühlen sich auch informiert durch den Ausschnitt. Auch informiert? Ich habe weniger auf den Inhalt geachtet. Das ist jetzt, ja. Aber wenn man jetzt mal so im Nachhinein so das Gesamtbild betrachtet, schon so ein bisschen Info kam rüber.
Ja, ich habe ein paar Zahlen mitgenommen, auf jeden Fall. Alles klar. Das Problem ist, was wir jetzt gesehen haben, die Leute, die denken, sie wären informiert, wissen in Wirklichkeit überhaupt gar nichts. Also die nehmen nichts davon mit. Wenn wir das jetzt mal überprüfen und ich einige Fragen stelle, was da drin vorkam. Die Dame mit der Brille in dem Ausschnitt, von welcher Form der Arbeitslosigkeit hat die denn gesprochen? Von der friktionalen. Das war richtig. Es war leider die friktionelle, da müssen wir ganz genau sein. Da muss man schon ganz genau sein, klar. Welcher Verband gibt denn als Standard 45 Beitragsjahre zur Einzahlung an? Da muss ich passen. Ist leider nichts mitgenommen worden, den muss ich wirklich sehen. Und die Frau mit dem weißen Haar, die Frau Mascha, wie viele Jahre hat denn die als Standard genannt bei Rentnerinnen? 28. 28, ja, immerhin eine Antwort. Wir müssen. Aber das muss man sagen, war richtig. Allerdings, eine von drei Fragen ist jetzt nicht so. Also, wir müssen sagen, besser als die Erstsemester war es auch nicht unbedingt, tut mir leid. Trotzdem danke fürs Mitmachen. Macht aber gar nichts, wir können das erklären, woran es liegt. Ich übergebe gerade mal wieder das. Genau. Wir haben eine schwarze Box und diese schwarze Box symbolisiert nämlich unsere Köpfe, wo alles passiert. Und darin nehmen wir Informationen, wie zum Beispiel das TV-Programm auf und das taucht später wieder als Reaktion oder als Erinnerung auf. Was aber in dieser schwarzen Box passiert, das können wir leider nicht sehen, das heißt, das Ding auch Blackbox. Und in der Psychologie gibt es ein Modell, das heißt das ELM, das ist das Elaboration Likelihood Model. Und das erklärt eben, wie Menschen Informationen verarbeiten. Dazu gibt es zwei Wege, die periphere Route und die zentrale Route. Und welcher Weg eingeschlagen wird, dafür hat die Information sozusagen ein kleines Navigationssystem. Das hängt nämlich davon ab, welches Ziel die Menschen haben. Wollen Sie die Informationen verarbeiten, wollen Sie sich wirklich informieren oder wollen Sie sich eher nur berieseln lassen? Bei der zentralen Route konzentriert sich eben der Mensch auf die Informationen, auf rationale Argumente, auf Sachinformationen und speichert die möglichst an der richtigen Stelle in der schwarzen Box ab. Jedenfalls im Idealfall. Und bei der peripheren Route will der Mensch sich einfach nur eben entspannen, so wie Sie jetzt sich berieseln lassen von uns, die wir hier vorne stehen. Und wird dadurch sehr leicht abgelenkt von Nebensächlichkeiten wie Farben, Musik, Brüsten und erinnert sich eben später kaum an die friktionelle Arbeitslosigkeit. Ja, was das jetzt mit unserem Projekt zu tun hat, erklärt euch Carina. Wenn wir jetzt davon ausgehen, Sie haben sich auf Unterhaltung fokussiert, im Gegensatz zu Information, was natürlich die leichtere Aufgabe ist, seien wir ganz ehrlich. Das heißt, ob Sie es gemerkt haben oder nicht, Sie haben die periphere Route genommen. Sie haben sich leicht ablenken lassen. Ihr Gehirn war also auf dem Standby-Modus, um es mal kurz zu sagen. Deswegen haben Sie bei den paar Informationen, die da so rüberkamen, obwohl die Menschen in diesen Talkshows, okay, haben Sie gedacht, total viel Info, ich fühle mich total informiert wie der Herr da drüben, wissen aber danach leider gar nichts. Ist ganz normal, nichts im Kopf mehr drin. Wenn wir jetzt allerdings mal weiterdenken, das, was wir auch wissen, viele Menschen ihre Informationen, ihre politischen, hauptsächlich aus solchen Sendungen gewinnen, denken, sie wären total informiert, gar nichts wissen, dann ihr Kreuz auf dem Wahlzettel machen. Also mich wundert die aktuelle politische Landschaft nicht mehr. Vielleicht mal drüber nachdenken, aber dann Gehirn an, bitte. Dankeschön. In diesem Sinne, wir wünschen noch weiterhin gute Unterhaltung.